So, willkommen zurück zu Torchlight 1. Ich bin Marv und wir sind immer noch in dieser Krypta hier unten mit unserer Eroberin. Aber der gute Spike ist an unserer Seite, also es ist kein Problem. Da oben haben wir eine ganze Horde an Monstern. Schauen wir mal, was unser Eisschuss zu denen sagt. Ah, die freuen sich nicht so wahnsinnig drüber. Hallo, hallo, zack, zack, komm her. Oh, Spike ist vergiftet. Das ist nicht gut. Aber irgendwie so wirklich viel Schaden macht die Waffe nicht. Ist auch vergiftet. Mal einen Heiltrank einwerfen. Problem gelöst. So. In der Urne ist etwas Gold. Okay, das war wohl ein kritischer Treffer. Falle. Ne, Magier. Magier. Gegen Eismagie hat der Feuermagier nichts auszurichten. So. Das nehmen wir auch mit. Kommt man da irgendwie oben hoch? Ne. Wir spielen nicht Tomb Raider. Das ist so ein nettes Spiel. The Guardian of Light, glaube ich, von Tomb Raider. Da kann man dann auch solche Wände hochklettern. Oh. Was ist das? Ein Skelettjäger gewesen. You have completed a quest. You've completed a quest. Tome of Revelation. Das ist alt. So, so. Alt und alt. Und eine Armbrust. That cannot be cast. It cannot be cast. Ich will es nicht casten, ich will es. Hallo? So. Was haben wir hier? 5 Rüstung, 2 Geschicklichkeit. Hm. Nehmen wir mal das. Wo sind die Handschuhe da? Schuhe, 4 Rüstung, 4 Armor und plus 3 Rüstung. Schnellere Bewegung ist eindeutig besser. Die Armbrust, 75 Schaden. Sehr schön. Dann werde ich wohl auf die Armbrust wechseln. Schauen wir mal, vielleicht können wir irgendwie noch. Was ist der Stab? Schauen wir mal, was der Zauberstab macht. Ah ja. So ein bisschen was ausschießen tut er schon, aber wir wollen ja hier unsere tolle Armbrust benutzen. Oh. Doch, die ist gut. Die nehme ich. So. Meinem Tier gebe ich mal wieder so ein bisschen was zum Wegbringen. Nimm das mal alles mit hier. Warte mal, nimm 59. Ist aber nur ein Schlagstock. Das ist sogar einhändig, dann kann ich sogar noch eine schöne andere Waffe noch dazu nehmen. So, das kann alles weg. Hier denn zweihändig. Zweihändig. Gut. Mehr ist nicht. Also gehen wir verkaufen. Your pet has departed. Ach, sowieso schon wieder Schluss hier. Oh, 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 oh. Ja, der fliegt ja unglaublich schnell. Na komm her. Keine Chance hier. Noch so einer. Wie viele sind denn da? Die sieht man alle gar nicht. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich sie nicht sehe. Vielleicht sollte ich das so sagen. Denn. Wow! Oh, oh. Okay. Denn die Sonne scheint hier ins schöne Fenster rein, und da ich noch keine Vorhänge habe, die kommen jetzt irgendwann diese Woche oder nächste Woche vermutlich, blendet es mich. Welch tragische Geschichte. Your pet has returned. So, willkommen in der Stadt. Das war's schon. Hail! Ein Buch. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Hm, ja doch. Sieht interessant aus. Die Zeichnung drauf sieht so aus wie die auf meinem Zauberstab. Ich denke, das sollte irgendwie zusammen funktionieren. Ja, genau. Ich kann damit weitere Portale zu vielen verschiedenen Orten öffnen, in dem es sicherlich noch größere Schätze gibt. Eigene Villa, ich komme. Schön.
gained in experience. Oh, we've gained in experience. We've gained some wieder Punkte in Beweglichkeit. Und hier? Doch, ich nehme wieder den Eiszauber, weil der ist ganz gut. Bin ganz zufrieden mit. Im Inventar haben wir jetzt einen neuen Zauber. Oh, Selbstheilung, sehr schön. Den tun wir doch auf die 6. Das ist natürlich ein sehr sinnvoller Zauber. So, der Gürtel. Zwar eine Rüstung mehr, aber... Hi there! Erinnerst du dich an das Buch, Tome of Revelation, das du gebracht hast? Darin steht, dass ein Rogam tief in den Bergen verstaut wurde. Ich bin mir sicher, dass es dort voller Monster ist. Was aber auch heißt, dass noch niemand es holen konnte. Ich öffne ein Portal und du bringst mir das Rogam. Eine Belohnung bekommst du natürlich auch. Oh, mein Rücken. Ja, das nächste Portal geht gleich auf. Das ging natürlich sehr schnell. Wir kommen jetzt irgendwie... Hallo. So ein bisschen von der Hauptquest ab. Machen einfach... Bye. Tschüss. Machen irgendwie einfach irgendwas hier. Egal. Auf ins nächste Portal. So, unten angekommen. Also die halten mittlerweile echt viel aus, die Viecher. Ich glaube, ich werde mal meinen Dingszauber nehmen. Wie heißen die denn? Den erhöhten Schaden für Fernkampfwaffen nochmal weiter ausbilden. Dann bleiben die auch nicht so lange stehen. Gold. Ah, ein Tor. Oh, oh, Spinnen. So, da unten. Komm her. Aha, also wenn ich die kritisch treffe, ja, mit meiner tollen Armbrust, dann explodieren die. Elektrisch. Mit elektrischen Zusatzschaden. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch für uns. Kein Problem. Hallo? Oh, eine ganze Beute. Meute! Tja, mal was anderes. Ich wollte ja eigentlich, das habe ich ja noch nicht gesagt, ich habe zwar mal im Marvcast erwähnt, dass ich da einiges spielen werde, was noch nicht so auf dem Plan ist. Was ich nicht erwähnt habe, war, dass ich gerne Prey spielen möchte. Der Gronkh macht da ja auch im Moment, ich weiß nicht, ob er schon durch ist, macht er auch so ein Let's Play zu Prey und ich habe Prey auch sehr gerne gespielt. Oh, unidentifizierter Stab. Und musste jetzt leider mit Schrecken mitbekommen, lesen letztendlich, dass Prey wahrscheinlich eingestellt wurde. Und das nicht erst seit heute, nicht erst seit gestern. Also irgendwie ist das nicht so schön. Oh, die macht noch mehr Schaden. 97 Schaden pro Sekunde. So, warte mal, aber der macht... Ah ja, da kann ich jetzt sogar zwei von tragen. Sehr stylisch. Macht Giftschaden? Ne, die anderen machen mehr. Oh, noch ein Stadtportalzauber. Also so ein grundsätzliches Stadtportal. Das ist ja cool. Ja, nett. Brauche ich zwar nicht, aber... Ne? Mitnehmen, dabei sein, haben ist alles. Ja, was ist Prey? Prey ist so eine Art Indianer-Alien-Shooter letztendlich gewesen. Und hat echt Spaß gemacht, aber ist jetzt leider abgesetzt worden. Ich hoffe, die überlegen sich das nochmal oder da kam irgendwie was anderes raus, dass es dann vielleicht doch nicht gecancelt wurde oder jetzt doch nochmal wiederkommt. Aber sieht im Moment schlecht aus. Das ist natürlich ärgerlich. Weil das wäre auf jeden Fall ein gutes Let's Play gewesen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch nochmal Prey 1 spielen soll. Stimmt, die meisten haben es ja eh schon gesehen. Müssen wir nochmal überlegen. Aber jetzt laufen wir im Moment sowieso wieder so viele Sachen auf einmal. Torchlight bin ich gut beschäftigt jetzt und Diablo 3 kommt ja auch noch.
und Guild Wars 2 und ja, alles Mögliche. Wenn ich den Marvcast jetzt weiter... Erdbeben. Oh, nichts passiert. Wenn ich den Marvcast jetzt weitermache, dann ist es auch wieder ein Punkt auf der Agenda, der halt erfüllt wird. Und das frisst alles Zeit. Dann wird man dafür viel zu wenig. Es wäre doch super, wird man irgendwie nur spielen können und dann Let's Plays machen und dann irgendwie... Oh, eine Falle. Aber wir haben es gut überstanden. Unser Mana nicht. Und dafür halt auch noch bezahlt werden. Das wäre doch ideal. Und davon leben können. Also das stelle ich mir ziemlich gut vor. Vielleicht wird das ja irgendwann mal so sein. Schauen wir mal. Davon auszugehen ist im Moment leider nicht. Aber es, man sollte auch nicht die Let's Plays und sowas machen, nur darum, damit es Geld gibt. Sondern eher, damit man Spaß dran hat. Und gerade zum Beispiel auch jetzt hier am Torchlight, das macht echt schon Spaß. Und eine Kiste, die mich angegriffen hat. Zockelbaren Gegenstand gefunden. Zockelbare Gegenstände verstärken deine Waffe und Rüstung mit neuen magischen Eigenschaften. Wenn du neue Gegenstände mit Zockeln entdeckst, füge einfach Edelsteine, indem du sie auf den Gegenstand ziehst. Wird schon passen. Einfach draufsetzen letztendlich. So, wo war ich jetzt? Bin ich raus. Jetzt bin ich raus. Oh nee. Mich der Geschicklichkeit. Mehr Gold. Mehr Gold ist immer gut. Mehr Gold. So, und den, wo setze ich den rein? Und die. Ja, plus 2 Stärke. Das war sehr sinnvoll, Marv. Richtig gut. Ich war dabei, über Spaß zu reden. Und da es so witzig ist, über Spaß zu reden, werden wir einfach mal in die Stadt reisen. 7. That cannot be cast. I can't cast that. Ach komm schon. Dann heil dich wenigstens. Gut. That cannot be cast. Ha. Aber dann kriegt mein Viech das alles. Komm her. Ja, man muss auf jeden Fall Spaß bei der ganzen Sache haben. Das ist auch ein Tipp, den ich eigentlich allen anderen Let's Playern geben kann. Oder auch denen, die jetzt gerne welche werden. Auch denen, die gerne einer werden würden. So. Muss auf jeden Fall Spaß an der Sache haben. Wenn du's, weil manche Spiele, die ziehen sich einfach. Und dann ist es schlecht. Ja, super. Ich habe mein Vieh gerade weggeschickt. Und wenn man dann keinen Spaß an der Sache hat, dann ist das irgendwie auf Dauer ganz schön anstrengend. So. Freue mich auf jeden Fall drauf, wenn mein Internet wieder da ist. Dann gibt es auch weitere Let's Play Together Folgen. Und mit neuen Gästen. Also die neuesten Folgen sind jetzt, glaube ich, auch schon draußen. Den neuen Gästen, die noch da waren. Und die nächsten werden einfach dann... Ich wurde schon mal gefragt, wie das jetzt ist, wie man mitmachen kann. Weil wir machen ja das so, dass da auch Gäste zukommen können und auch sich Leute für bewerben können. Und das sind halt nicht nur irgendwelche YouTuber, die man halt irgendwie vielleicht kennt über YouTube, sondern einfach auch einfach nur Fans oder Zuschauer, die mal Bock drauf hätten mitzumachen. Und das läuft so, dass ich vorher das ankündige auf Facebook und auf YouTube über diesen Feed, der da letztendlich drin ist. Und dann können sich die Leute dann melden und sagen, hey, ich möchte mitmachen und sich sozusagen bewerben. Und dann wird unter den Leuten, die sich beworben haben und die sich hier halt was dazu geschrieben haben, wird ausgesucht, wer jetzt mitmachen kann. Man muss 16 sein, man muss ein Mikrofon haben, man muss Minecraft haben. Und eine möglichst stabile Internetverbindung. Und ja, das Spiel müsste bei einem laufen. Aber das sind ja so die Sachen, die eigentlich klar sein sollten. I can. Doch, du kannst, Nietzsche. Du kannst. So, was haben wir hier? Eine Ratte. Zweihandwaffe. Brauche ich nicht.
Das ist keine physikalischer Schaden. Was meine denn? Physikalischen Schaden. Aber das ist sicherlich ein Nahkampf. Also sieht auf jeden Fall so aus. Ist vielleicht auch irgendwie ein guter Indikator, dass das Teil eine Klinge hat. Nein, du hast doch gar nichts. Jetzt wollte ich dem eigentlich was einstecken, damit er das mitnehmen kann, und das ist einfach weggelaufen. Verklickt. So, aber bevor er zurückkommt, würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Marv.